meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, gibt es heute wieder ein Aufgebraucht-Video und ich glaube, das letzte ist vom Monat Mai gewesen. Also im Anfang Juni habe ich, glaube ich, eins hochgeladen und für Juni ja nicht. Und jetzt haben wir schon August und es hat sich eine Menge angesammelt. Ich habe auch viel Produkte einfach aufgebraucht und aussortiert auch teilweise. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Ich mache das Ganze jetzt auch durcheinander, ich nehme sie einfach aus den Kisten raus und wir starten gleich mal mit einem Duschgel. Und zwar ist es das Creme 21 Duschgel Blumenmeer. Sieht so aus. Roch sehr, 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 sehr gut. Ganz toller Duft, also es ist schön blumig. Und was ich auch toll fand, die Haut war danach nicht trocken und es war einfach ein ganz tolles Duschgel. Ich möchte erstmal aufbrauchen, also mein Ziel ist es in Zukunft nur noch maximal 10 Duschgele daheim zu haben. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann wird auf jeden Fall das hier nachgekauft. Dann aus der Hautpflegeserie habe ich schon ein Produkt leer gemacht von diesem Repair in Balance, und zwar die Spülung. Also Spülung ist ja das, was bei mir immer als erstes leer geht, und es ist diese Spülung hier mit Manuka Honig und Milch. Finde ich sehr, sehr gut, tut meiner Kopfhaut richtig, richtig gut. Riecht auch unheimlich lecker. Und ja, ich habe noch ein paar andere Produkte, die ich ausprobieren will. Und deswegen wird das hier erstmal nicht nachgekauft. Aber ich könnte mir vorstellen, hier auf jeden Fall zurückzukommen. Auch ein ganz, ganz tolles Duschgel ist hier von Tee by Tee Dezep. Das 04 Aromadusche von Michalski mit Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timo, Pfeffer, Blaubeere und Jasmin. Das ist hier, sieht man noch so ein bisschen was, so eine rote Flüssigkeit. Und der Duft, das ist so ein richtiger Wachmacher. Er ist frisch und er hat diese Pfeffernote und ist richtig, richtig lecker. Also schaut euch den auf jeden Fall mal an, der ist nämlich richtig, richtig gut. Einmal aussortiert hier von Balea das Tote Meersalz-Ölpeeling. Ich wollte das wieder verwenden und habe das aufgemacht und der stinkt bestialisch. Ich mache es jetzt nicht nochmal auf. An sich ist das Produkt echt super, aber ich habe es halt einfach zu lange stehen lassen und deswegen ist es mir leider gekippt. Auch aussortiert, das stand jetzt eine ganze Zeit lang in meinem Bad, unbenutzt eigentlich. Es würde noch gut riechen, aber ich sortiere es jetzt einfach aus. Es ist eigentlich ein Kopfhautpeeling. Ja, aber ich finde es nicht gut. Ich habe das irgendwann mal im Sale gekauft und ja, würde es mir aber auch nicht mehr nachkaufen. Fand ich einfach nicht gut, weil ich finde dieses, also das Peeling an sich war schon interessant, aber das Problem ist das Ausspülen von dem Produkt. Also es hat wirklich ewig gedauert und das mag ich einfach nicht. Also das muss schneller runtergehen und ich will nicht da 10 Minuten meine Haare ausspülen, nur von dem einen Produkt. Auch aufgebraucht hier von BH Cosmetics das Matte Finish Press Powder. Das hatte ich mir auch schon mal nachgekauft. Und das war hier wirklich so ein schönes Puder. Den Rest kriege ich hier nicht mehr raus. Also es kommt einfach das Produkt nicht mehr raus. Deswegen lasse ich es. Hier auf der Seite hat er noch einen Schwamm gehabt. Und ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich richtig, richtig toll. Macht die Poren, minimiert sie so ein bisschen und settet das Produkt, also die Foundation, wirklich richtig, richtig gut und hält auch wirklich lange matt, wobei ich ja eh nicht das große Problem habe mit Glänzen. Also ich tue eher noch Highlighter drauf und Produkte, die danach wieder so den Glow zurückbringen. Aber ansonsten, wer so matte, ein mattes Hautbild liebt, dem kann ich das Produkt hier empfehlen. Einmal aussortiert ist hier dieser Pinsel, und zwar einfach aus dem Grund, er ist hier, ja, er hält hier nicht mehr, man müsste ihn neu kleben und ich habe den, das war einer meiner ersten Pinsel, die ich gekauft habe und der ist wirklich schon sehr, sehr alt und ja, deswegen sortiere ich den jetzt aus. Ich habe Pinsel in der Form und in der Art und Weise, die funktionieren und deswegen brauche ich den jetzt hier nicht mehr, deswegen kommt der weg. In einer Barbara Box hatte ich das Produkt hier mal drin und von Olas Regeneris 30 Zonen Anti-Age Creme, das ist dieses Döschen hier. Der Duft fand ich ganz toll. Pflegewirkung fand ich auch in Ordnung. Also war jetzt so an sich ganz gut. Ich habe es halt für abends verwendet, weil sie doch sehr reichhaltig ist, die Creme. Und unter Make-up schwimmt es halt einfach so hin und her. Und das mag ich halt nicht. Und deswegen einfach als Nachtcreme. Und dafür hat sie ganz gut funktioniert.
ein ganz, ganz tolles Produkt, und zwar hier von Vichy, das Mineral 89, das ist dieses hier. Das ist so ein Serum und das ist so ein richtiger Feuchtigkeitsbooster und den werde ich mir definitiv nachkaufen. Einmal aufgebraucht hier die Unicorn Cremedusche, also ihr merkt, ich habe wirklich viel jetzt aufgebraucht. Und das war halt dieser, also dieses gehypte Duschgel, wo das irgendwie mit dem Einhorn-Trend dann angefangen hat. Und der Duft ist nur so. Also den Duft mag ich nicht. Mag ich in der Dusche nicht. So aus der Tube riecht er eigentlich ganz gut, so vanillig. Aber in der Dusche fand ich den überhaupt nicht gut. Und ich habe, glaube ich, nach der Hälfte einfach in einen Seifenspender reingefüllt und das einfach als Handseife verwendet, weil, ja, also ich mag mich damit nicht duschen und ich möchte mich da durch die Produkte nicht mehr durchquälen, weil ich habe viele gute Produkte, die mir gefallen. Und deswegen kommt sowas einfach in Seifenspender und dann ist es aufgebraucht. Auch aufgebraucht hier ein Batiste Trockenshampoo und zwar in der Duftrichtung Marrakesch. Und das ist ein sehr schön herber Duft, so wirklich orientalisch, ist richtig, richtig gut. Könnte ich mir auch vorstellen, in der Duftrichtung nochmal nachzukaufen. Ein Deo habe ich aufgebraucht und zwar das Winter Moment Antitranspirant. Das ist das, was es hier von Nivea immer zu in der Weihnachtszeit gibt. Ein bisschen was kommt noch raus. Und das ist so ein toller Duft, so richtig schön pudrig, frisch irgendwie. Also ganz, ganz, ganz toller Duft, mag ich richtig, richtig gerne. Noch ein Produkt von Nivea und zwar dieses Micellenwasser 3 in 1. Ja, fand ich ganz gut, hat auch ewig gehalten. Also die Flasche ist ewig jetzt in meinem Bad gestanden. Das sind 400 ml mit natürlichem Mandelöl. Und ja, ich habe jetzt noch von Garnier einige im Bad stehen, einfach durch Boxen und weil ich selber sehr neugierig war, wie die neuen Produkte sind. Und deswegen wird das hier erstmal nicht nachgekauft, aber wenn die anderen Produkte leer sind, dann könnte ich mir vorstellen, den hier wieder mitzunehmen. Ja, von Bernengen habe ich hier die Nutrif Body Lotion aufgebracht. Und die hatte ich ja letztes Jahr von Rossmann in diesem Rossmann Blogger Newsletter zugeschickt bekommen. Also da habe ich praktisch so ein Paket gewonnen. Und ich finde die Produkte richtig, richtig gut. Sie sind sehr, sehr reichhaltig und für trockene Haut daher super geeignet, wie ich finde. Die blaue Richtung von denen gefällt mir noch ein bisschen besser als die gelbe. Aber die gelbe ist auch nicht schlecht. Ich mag halt den Duft von der blauen einfach lieber. Und ja, also wer trockene Haut hat, kann sich die Produkte mal anschauen. Das Duschgel, die Bodylotion, die Body Butter, also wirklich alles tolle Produkte. Und ich werde mir definitiv Winter ist für mich automatisch Weihnachten. Also auf jeden Fall ab Oktober, November sowas, werde ich mir die Produkte wieder ins Bad stellen, weil ich finde die einfach super und sie pflegen meine trockene Haut und sie machen sie schön geschmeidig und es ist einfach ein tolles Hautgefühl, deswegen liebe ich das Produkt. Ja, von Paul Mitchell habe ich hier endlich diese Feuchtigkeits-Shampoo und Spülung. Oder ist es die Kur? Das ist die Spülung. Daily Treatment, ja. Genau, es ist die Spülung und das Shampoo. Und ja, ich fand an sich die Produkte nicht schlecht, also für die Haare. Für meine Kopfhaut weiß ich nicht so genau. Also ich irgendwie, entweder war es zu der Zeit einfach so, dass meine Kopfhaut generell nicht gut reagiert hat. Oder die Produkte vertrage ich einfach nicht. Ich würde sie mir jetzt erstmal nicht nachkaufen, einfach weil ich nicht weiß, ob meine Kopfhaut davon so trocken teilweise geworden ist oder so anfällig. Kann man es so sagen? Also es ist halt für so trockene Stellen sehr, sehr anfällig. Und deswegen kaufe ich mir die Produkte erstmal nicht nach. Aber die Pflegewirkung für die Haare, also die Haare an sich, sahen richtig, richtig schön damit aus. Von Rossmann habe ich hier wieder den Pinselreiniger aufgebraucht. Ich finde, das ist der beste Pinselreiniger in der Preisklasse. Und den werde ich mir definitiv wieder nachholen zum Pinsel sauber machen. Ich habe mir auch mal hier von L'Oreal diese Hydra Active 3 Nutrition Creme geholt. Das war so eine weiße, dickere Creme, soll halt auch als Tagescreme geeignet sein. Sie ist halt sehr, sehr parfümiert, das muss man mögen. Ich finde, irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt, der Geruch. Und ich habe die aber nur für abends verwendet, weil die ist wirklich so, so reichhaltig. Ich habe die einmal tagsüber aufgetragen vor meinem Make-up und das sah schrecklich aus. Deswegen, also die habe ich wirklich nur abends verwendet und da fand ich sie eigentlich ganz gut. Und ja, aber der Duft hat mich zum Schluss wirklich genervt. Von Alverde gibt es hier auch dieses Gesichtsöl für trockene Haut mit Bio-Wildrose. Und auch das fand ich richtig, richtig gut. Der Duft ist richtig angenehm gewesen.
toller Duft und ja, wird im Winter auf jeden Fall nachgekauft, weil das hilft der trockenen Haut und gerade nachts auf die gereinigte Haut aufgeben und es ist einfach schön mit Feuchtigkeit versorgt und finde ich klasse. Ja, hier habe ich hier ein Haaröl aufgebraucht und zwar das Osis von Schwarzkopf und es ist ein richtig tolles Haaröl gewesen. Es war auch mein erstes, was ich jemals hatte und es war in einer meiner ersten Glossyboxen drin, also schon sehr, sehr lange her, aber es roch immer noch gut und ich habe es jetzt aufgebraucht und ich könnte mir vorstellen, das auf jeden Fall nachzukaufen, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Produkt ist und die Haare wirklich schön gemacht hat, kennbar gemacht hat. Sie haben nicht fettig dadurch ausgesehen, sie haben einen schönen Glanz bekommen. Einfach ein tolles Produkt und ja, würde ich mir definitiv nachkaufen. Von Garnier habe ich wieder meinen Lieblings-Augen-Make-up-Entferner aufgebracht und zwar den Clean and Fresh Augen-Make-up-Entferner Lotion. Das ist halt einfach ein Make-up-Entferner, der sehr, sehr sensibel ist. Also ich habe ja hier wirklich eine sehr, sehr sensible Augenpartie und ich vertrage nicht jedes Produkt. Ich teste mich zwar trotzdem gerne auch mal durch, aber das ist halt wirklich einer, wenn ich merke, okay, meine Haut macht es nicht mehr mit, dann komme ich zu dem hier zurück und der funktioniert immer, es brennt nichts, es nimmt das Make-up gut runter und das ist das, was ich von so einem Produkt erwarte. Von Maybelline habe ich hier den Dr. Rescue Nail Polish Remover aufgebraucht. Und ja, ich fand ihn gut, aber die günstigeren tun es in dem Falle auch. Also da fand ich den Mikrozell in der Preisklasse noch ein bisschen besser, weil er die Nägel einfach nicht so ausgetrocknet hat. Aber hier hat man halt danach auch leider trockene Nägel gehabt, deswegen würde ich mir den jetzt nicht nachkaufen. Eine Taschentücherbox habe ich auch aufgebraucht und zwar hier in dem süßen Ananas-Design. Ich habe auch noch ein paar andere Boxen aufgebracht, aber die habe ich schon weggeschmissen, weil bei uns stehen die bei mir am Schminktisch, im Schlafzimmer, auf dem Nachtschränkchen und im Wohnzimmer immer eine Tube, eine Schachtel. Und ja, einfach weil jeder reingreifen kann, es als Serviette benutzen kann, als Taschentuch und das ist das, was ich halt so gerne mag und die Boxen schauen halt auch immer richtig schön aus. Ich habe auch hier schon wieder eine neue, auch in so einem schönen Sommerdesign, gefällt mir halt richtig gut. Ne? Ja, auch einmal aufgebraucht hier so einen Augenbrauentrimmer, braucht man immer. Und dann habe ich hier aussortiert von Model Co. den 3D Lash Primer, einfach weil ich den, ja, der stinkt. Der stinkt nach Kleber und der muss weg. Ich fand den auch jetzt nicht so berauschend, deswegen habe ich auch nie zu dem gegriffen. Der war irgendwann mal in einer Glossybox oder so drin. Und dann habe ich hier ein Produkt aufgebraucht, war auch, glaube ich, in der Glossybox drin. Und zwar ein Parfüm. Signorina Misteriosa von Salvatore Ferragamo. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also, Düfte kann ich leider nicht beschreiben. Also, aber der riecht so gut. Also, es ist ein schwerer Duft, würde ich sagen. Und der riecht aber auch so, ja, so weiblich. Ja, einfach ganz, ganz toll. Also, toller Duft. Und den werde ich mir notieren. Ich möchte mir den nämlich auch mal in einer großen Größe kaufen. Ja, dann kommen wir zu ein paar Masken und da habe ich einmal von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske aufgebraucht. Das ist diese hier mit diesem tollen Spitzendesign und ich habe die aufgetragen und sie war wirklich schön frisch, hat das Gesicht schön gekühlt und schön mit Feuchtigkeit versorgt, also ganz, ganz toll. Und was ich faszinierend fand, wenn man so diese Gelschicht so ein bisschen runtergekratzt hat, also da war wirklich so ein Spitzennetz drin, also die Maske... Oder in die Maske ist praktisch so ein Spitzenteil wirklich reingelegt worden. Also es war nicht ein Druck, sondern es war wirklich ein Teil, was ich sehr faszinierend fand. Und dadurch war irgendwie die Maske, hat auch so ja, einen festeren Halt irgendwie gehabt. Also hatte ich den Eindruck. Und was ich auch cool fand, ist, dass sie zweiteilig war. Das heißt, man konnte sie sich gut auftragen. Einzigste Problem ist, dass die am Anfang so flutschig war, dass mir die fast aus der Hand gefallen wäre. Und ja, das ist natürlich nicht so toll, weil die so ineinander geschlagen sind. Ne? Weil ich konnte die nicht einzeln rausnehmen, also einmal den oberen Teil, einmal den unteren. Das fand ich irgendwie nicht so gut, das hätte man vielleicht anders lösen können.
Von Essence habe ich hier diese Nose Stripes aufgebraucht. Fand ich nicht gut. Werde ich mir definitiv nicht nochmal nachkaufen. Noch eine Maske habe ich hier aufgebraucht. Und zwar von Skimono. Eine Fußmaske. Ja, das ist dieses Design hier. Ich glaube, die war mal in einer Look Fantastic Box. Ja, würde ich mir nicht nachkaufen, weil man hatte sie drauf an den Füßen. Und man sollte die, glaube ich, genau eine halbe Stunde drauf lassen. Ich habe sie sogar ein bisschen länger drauf gelassen. Ich habe meine Füße wieder aus dieser Maske rausgenommen und sie waren genauso trocken wie vorher. Also mir hat die Maske rein gar nichts gebracht. Von Balea habe ich hier einmal diese Reinigungstücher aufgebraucht. Diese Micellenreinigungstücher, die Tiefkohlereinigungstücher. Fand ich nicht gut, habe ich im Gesicht überhaupt nicht gemacht, weil die so kratzig waren. Ich habe es einfach für Swatches zum Entfernen aufgebraucht. Ja, dafür war es gut, aber deswegen kaufe ich mir den nicht nach. Hier habe ich noch eine Maske aufgebraucht von Cardia Vera und zwar die Panda-Tuchmaske. Das war diese hier und es war halt wirklich so ein Panda-Gesicht. Die war auch mit Bambuswasser und Mandelöl für Feuchtigkeit. Und ich fand sie auch richtig gut. Also sie hat wirklich die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt, so wie ich es mir von so einer Maske erwarte. Und ja, ich könnte mir vorstellen, so, also die Cardia Vera Produkte kann man eigentlich immer mitnehmen. Also ich habe bis jetzt noch kein Produkt von denen gehabt, wo ich sage, mag ich gar nicht oder so. Also bis jetzt war ich mit jeder Maske zufrieden und ja, deswegen könnte ich mir auch hier wieder vorstellen, die nachzuholen. Ja, dann kommen wir zu Badesalzen und da habe ich hier von Dresden Essenz der perfekte Moment pflegend mit fruchtig warmen Duft. Oh, der ist wirklich so unheimlich gut, also der riecht so nach Sommer. Ich weiß nicht, nach was der genau riecht. Ja, Orange definitiv steht hier auch drauf und Kumquat. Also Kumquat kann ich jetzt nicht einordnen, aber das Orangige, das riecht man schon raus und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz toller Duft und ja, möchte ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Den hatte ich ja schon mal aufgebraucht und zwar von Dresden Essenz Anpfiff zur Auszeit Pflegebad mit fruchtig frischem Duft und das ist wirklich ein fruchtig frischer Duft, an den man sich gerne reinlegt. Und hier steht auch dabei, Moosbeeren kombiniert mit einem Birkenwasserextrakt entführt sie in die Weiten der russischen Wälder. Also ich fand den Duft richtig, richtig gut und ich glaube, ich habe sogar noch ein Backup davon. Ja. So, dann die eine Tüte ist leer, jetzt kommen wir zur nächsten Tüte. Also ich habe wirklich viel aufgebraucht und ich bin auch am Überlegen, ob ich das in zwei Teile teile. Werdet ihr dann sehen. Und ja, wir starten jetzt hier einmal mit einem Deo. Das habe ich erst vor kurzem aufgebracht. Und zwar ist es das Dove Deo Summer Breeze. Das ist in diesem Design. Und das war ein richtig schöner, fruchtiger, leckerer Sommerduft. Also ganz, ganz toll. Wenn ich ihn nochmal stehen sehe, dann nehme ich mir ihn vielleicht nochmal mit. Beziehungsweise eigentlich müsste ich erstmal alle anderen Deos aufbrauchen. Also ich habe eine Menge. Ja. Danach aufgebraucht noch ein Duschgel und zwar Dove Pflegegeheimnisse Wohlentunes Ritual Pflegedusche mit Kokos- und Mandelduft. Das war dieses hier. Ja, es war eine schöne cremige Konsistenz und der Kokosduft war auch nicht zu intensiv, was ich ja nicht mag. Und daher mochte ich den schon. Der war in einer Box drinnen, aber ich würde ihn mir jetzt, glaube ich, nicht selber nachkaufen. Dann in einer der letzten Glossy Boxen, das ist noch nicht so lange her, John Frieda Produkte und zwar Sheer Blonde Go Blonder Shampoo und Conditioner. Diese beiden hier. Ja, sie haben bei mir jetzt die Farbe so ein bisschen rausgezogen, was ich auch möchte, weil ich möchte wieder auf meine Naturhaarfarbe. Aber ob ich mir die jetzt in groß holen würde, ich glaube eher nicht. Ja. Vielleicht ja nochmal, wenn ich wirklich blond bin, also wenn das Blond wirklich mal wieder rausgewachsen ist, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht nochmal so Blondaufheller zu holen, aber aktuell eher nicht. Eine Bodylotion von Balea, die Bodylotion mit Granatapfelduft, die Cosmo Cat. Das war ja diese Waltiere, die man da damals wählen konnte. Und den Duft mochte ich so gerne. Und ich habe noch ein Backup und ich finde die richtig, richtig gut. Also ganz, ganz toller Duft. Und allgemein die Serie mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich noch die Handcreme mit Pfirsich Joghurt. Auch ein toller Sommerduft, wie ich finde. Und ja, fand ich richtig, richtig toll. Ist schnell eingezogen und hat halt so für den Tag, also für den Sommer, ist sie für mich ausreichend. Im Winter wäre sie mir zu
wenig pflegend. Dann eine Bodylotion von EOS. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Die hat wirklich schön die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Was jetzt allerdings ein bisschen beim Einziehen gedauert hat. Also sobald eine Bodylotion reichhaltiger ist, dauert es einfach ein bisschen länger, bis sie einzieht. Aber der Duft war auch richtig, richtig toll. Das roch einfach so nach, ja, so nach roten Beeren. Was ich nicht toll fand, ist die Verpackung. Also wenn ich mich eincreme, dann nehme ich ja ab und zu noch Produkt nach, weil ich kann ja nicht das komplette Produkt auf einmal auf die Hand aufgeben. Und dann ist man immer mit dieser Flasche abgerutscht und immer nach unten. Und das hat mich so genervt. Ich habe jetzt gesehen, bei der großen Flasche ist so ein Pumpspender dabei. Und da kann ich mir vorstellen, die nochmal zu holen, weil ich den Duft richtig, richtig toll fand. Ja, dann habe ich hier ein Cremebad aufgebraucht, und zwar von Balea, der Himbeertraum. Fand ich auch richtig, richtig gut. War ein toller Duft und auch so ein fruchtig-sommerlicher Duft. Also ich bin ja so jemand, ich gehe auch im Sommer baden. Also jetzt im Moment nicht, weil momentan ist ja wirklich warm draußen. Ich schwitze auch hier drinnen wie Lichter. Also das ist hier wie eine Sauna. Und ja, es hat momentan so 33 Grad im Schnitt draußen, da gehe ich auch nicht baden. Aber wenn ich baden gehe, also an diesen etwas kälteren Sommertagen, dann mochte ich das hier sehr, sehr gerne. War ein ganz, ganz toller Duft. Auch wieder aufgebraucht, Rosens Rosenwasser. Das verwende ich sehr, 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 sehr gerne. Hat halt diesen tollen Rosenduft, den nicht jeder toll findet, den auch nicht jeder mag. Ich finde ihn gut. Und ich finde, er beruhigt die Haut nach der Reinigung. Er nimmt nochmal so die letzten Reste runter und ja, beruhigt einfach die Haut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, wenn ich das Produkt verwende, weniger Unreinheiten habe. Ich habe es mal eine Zeit lang nicht benutzt und dann habe ich wieder mehr Unreinheiten bekommen. Und deswegen mag ich das hier einfach sehr, sehr gerne. Bei Rossmann gab es diese Beauty Mask oder The Beauty Mask Company. Strahlkraft Pink, Grapefruit und Vitamin B3 für müde Haut. Hat einen tollen zitronigen Duft gehabt. Hat die Haut schön gepflegt, schön ja, einfach mit Feuchtigkeit versorgt. Fand ich gut. Könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den beiden letzten Produkten und da zeige ich euch einmal hier Wattepads, und zwar diese Maxi-Wattepads habe ich hier wieder aufgebraucht in diesem Winterdesign. Die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Damit gehe ich einfach nochmal mit dem Rosenwasser, also Rosenwasser und die Maxi-Wattepads, gehe ich dann nochmal über mein Gesicht. Mag ich einfach sehr, sehr gerne. Es ist so ein erfrischendes Gefühl und das Wattepad ist halt etwas weicher und es ist einfach nochmal so der schöne Abschluss vom Abschminken von der Abendroutine. Und was ich auch aufgebraucht habe und was ich mir auch schon nachgekauft habe, ist hier von Jill Sander Sun Delight. Das ist mein Sommerduft. Ja, ich liebe diesen Duft. Also ich mag ja alleine schon Jill Sander Sun, mag ich schon sehr, sehr gerne. Und das Sun Delight ist einfach so, einfach das Perfekte. Also es ist halt wirklich so, dass man gut riecht und es einfach nach Sommer riecht. Also das ist für mich mein Sommerduft. Und der Flakon ist auch richtig, richtig schön. Gefällt mir echt gut mit diesem roten Verlauf. Habe ich auch schon wieder in Verwendung. Ich glaube, ich habe auch schon wieder bis hierhin verwendet, aber ich liebe den Duft einfach. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon alle meine aufgebrauchten Produkte, wieder eine ganze Menge. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss!